richtig quer aus einer Kurve raus beschleunigen mit dem Rennmotorrad auf der Rennstrecke, das erklärt uns heute der Markus Reiterberger. Wer den noch nicht kennt, der hat entweder was verpasst oder hat mit Motorrad-Rennstrecke weniger am Hut. Denn Markus, unser mehrfacher IDM-Champion, unter anderem Europas Doc-Champion, der wird uns heute mal erklären, wie man so richtig quer aus der Kurve raus beschleunigt, oder Markus? Ja, ich probiere es einmal. Ich glaube, das kannst du ganz gut. Nur quer bist du, ja, das stimmt. Aber ich meine, jedes Leid ist natürlich auch langsam, sagt man. Ist langsam, aber da gehen wir erst genauer drauf ein. Denn jetzt kommt erst einmal unser Werbeeinspieler von unserem Sponsor, der Bärenbranke, unser beider Sponsor, sagen wir mal. Und dann geht's rein ins Video. Also bleibt dran, bis gleich. Dieses Video wird präsentiert von der Diopati Bärenbranke, deiner ultimativen Lösung für Schwielen und Blessuren an den Händen. Reiti, du hast auch die Bärenpranke ist von dir, ne? Ja. Das ist deine gebrauchte von? Von Le Mans ist die. Von Le Mans. Ja. Die zeigen wir dann später mal, da kommt eh noch ein extra Video dazu. Dann stellen wir die Bärenpranke zum Schutz für die Handflächen und für die, wie sagt man, Blasen. Blasen sagt man bei uns in Bayern. Bayernschinter. Bayernschinter. Für die Handschoner, da machen wir ein extra Video. Aber wir bedanken uns natürlich herzlich bei unserem Claudio, der uns dieses Video sponsert und der es auch ermöglicht, den Markus Reiterberger hier hinzuholen. Markus, reden wir ein bisschen über das Beschleunigen, über das Rausbeschleunigen. Wir haben dir ein Video gemacht mit dem Pax, mit dem Hobelsberger. Patrick, hast du es angeschaut? Nein, leider hast du nicht. Da ist es darum gegangen, weil der Hobelsberger hat natürlich auch viel so quer reinbremsen in die Kurven. Und jetzt haben wir den Pax ein bisschen gefragt, wie denn das so funktioniert, wie er das macht, was er an die Community für Tipps geben würde, wie es das vielleicht nachmachen würden. Also bei mir hat es funktioniert, ich habe das dann auch probiert, das geht mittlerweile bei mir. Und du bist so das Ebenbild, weil bei dir sieht man ja viel so Quer-Raus-Beschleuniger, also so im Anschlag, da gibt es ein ganz bekanntes Bild von dir aus Schleiz. Das war zwar nicht gewollt wahrscheinlich. Nein, aber nicht. Aber es war sehr spektakulär, wo du da mit dem Hinterreifen im Dreck raus warst, im Voll-Quer-Anschlag-Winkel. Erzähl mal, machst du das absichtlich, dieses Quer-Raus-Beschleunigen, oder passiert das einfach? Normalerweise nicht, weil jeder Slide ist natürlich langsam von der Rundenzeit her, genauso wie ein Wheelie. Deswegen haben wir Traktions- und Wheelie-Kontrollen für sowas, aber ein gewisses Slide lässt die Traktionskontrolle natürlich auch zu. Und ich fahre generell mit wenig Unterstützung, weil ich einfach den Slide selber kontrollieren möchte. Und für mich ist die Traktionskontrolle eigentlich nur Highside-Schutz. Okay. Das heißt, ich kann eigentlich bis zu einem gewissen Grad schon rausdriften, aber ich versuche das halt auch in Grenzen zu halten, weil das halt einfach ja, erstens meinen Reifen aufhabert und zweitens mal die Rundenzeit kaputt macht. Ja. Aber so auf Auslaufrunden oder auf langsame Runden im Training, da kann man schon mal ein bisschen rausdriften, bis zu einem gewissen Grad. Okay. Das ist natürlich auch schwierig bei den heutigen Reifen, die so viel Grip haben, dass man den Moment, wo der dann richtig zum Aushaken beginnt, ja, dass man den halt nicht übersieht. Deswegen trainiere ich relativ früh auf Schwierigkeiten und Sandbahnen, um das Driften und das einfach ein bisschen ins Gefühl zu kriegen. Da, wo der Grenzbereich größer ist und genau, nicht so abrupt. Ja. Und, da ist es halt einfach, weil du wirklich einen 90 Grad Lenkanschlag hast. Okay, beim Straßenmotorrad weißt du selber, wenn der Anschlag kommt, dann geht es nur noch oben. Okay. Jetzt fragt sich aber der eine oder andere da draußen, der natürlich überhaupt keine Vorstellung hat, der vielleicht schon mal den einen oder anderen Rutscher so gehabt hat und dann so einen Aha-Moment gehabt hat und sich gedacht hat, scheiße, das will ich kein zweites Mal mehr. Der stellt sich jetzt das vor, sieht deine Bilder und denkt sich, Alter, ja, das ist von einem anderen Stern, wie soll ich das machen? Gibt es da irgendwie so einen Tipp, wo man sagt, da muss man sich rantasten? Braucht man da einen notwendigen Speed oder einfach einmal das Grundvertrauen, dass man sagt, ich mache jetzt einfach mal früher, härter auf? Oder was gibt es da für Formeln dafür? Ja, das ist ein ganz schmaler Grat, sage ich mal, auf dem man sich da bewegt, um den Reifen wirklich zum Rutschen zu bringen, im Gegensatz zum Eingang, wo das relativ einfach ist. Okay. Durch die Motorbremse rutscht der von Haus aus eigentlich relativ einfach, wenn man vorne hat, bremst. Beim Rausfahren ist was anderes. Man versucht halt, wenn man das wirklich provozieren will, muss man natürlich davor erst ein bisschen üben. Wie gesagt, Offroad-Bereich ist da ganz gut sowas. Ja. Generelles Gefühl dafür zum Grillen. Ansonsten, wenn man mal in der Weg rauskommt, dann hast du schon einen Rutscher. Oder wenn du wirklich mal früher das Gas aufmachst, aber das ist ja wirklich gefährlich. Besonders aus der Schräglage. Das kann man wegschneiden, oder? Ja, das ist nicht so tragisch. Das ist alles authentisch. Okay. Wir lassen das alles drin. Ja, besonders aus der Schräglage heraus, sage ich mal, ist halt
Da kriegt man natürlich am einfachsten einen Slide, weil da die Auflagefläche vom Reifen am geringsten ist. Aber da, genau da ist er halt auch am gefährlichsten, dass der wirklich richtig auskeilt. Deswegen, wenn man einen Drift versuchen will, dann muss man das halt in dem Moment machen, wo man aus der Schräglage in die aufrechtere Position, in die normale Beschleunigung geht. Also zwischendrin, maximal schräg und aufrecht quasi. In voller Schräglage ist es am gefährlichsten, weil dann werden die Highsider meistens am höchsten. Ja. Und beim Rausbeschleunigen bist du eigentlich zu gerade, da hast du vielleicht schon ein bisschen einen Wheelspin so, aber einen richtigen Drift ist eigentlich so in dem Moment, wo man es aufstellt. Okay. Und wenn der kommt, das merkt man oft, manche Fahrer nutzen ja den Moment, wo der rutscht, um das Bike noch mehr zum Drehen. Ja. Und den Moment kann man eigentlich dann beibehalten, wenn man einen Drift provozieren will. Okay. Und wie machst du das dann mit der Hand? Ist es dann so, dass du dann anfängst zum Fädeln und sagst, jetzt schau ich, wo ist der Grenzbereich, und dann hast du da so eine minimale Bewegung in der Hand? Oder ist es so, dass du aufdrehst und dich auf die Elektronik verlässt, dass die den Rest macht? Das ist auch fahrerunterschiedlich. Also bei mir ist schon eher so, dass die Traktionskontrolle offen ist, dass ich wirklich das meiste in der Hand habe und nur für den Fall der Fälle einen Highside-Schutz habe. Okay. Deswegen kann man das relativ gut mit dem Gas regeln, je nachdem, wo die Drehzahl ist, wo die Leistung liegt. Ja. Und im untertörigen Bereich ist es natürlich schwierig, dass du da einen Drift bringst. Am besten ist immer Drehzahl und Geschwindigkeit. Drehzahl und Geschwindigkeit, dass man viel Spin hat. Ja. Okay, und die Sache ist natürlich die, du brauchst natürlich da dementsprechend einen ruhigen Puls, um wahrscheinlich auch das Gefühl zu haben, weil ich sage, jeder Schreck und jede Angst und jede Aufregung mindert natürlich dein Körpergefühl und dein Ambition, sage ich jetzt mal, fürs Motorrad. Ne? Also du musst ja dabei relativ ruhig bleiben, damit du dieses in Zeitlupe erleben kannst. Oder? Ja, auf alle Fälle. Also meine Nervosität ist immer schlecht in alle Sportarten, denke ich, aber mein Kurvenausgang, das ist einfach so Routine, sage ich mal. Wenn man so viel fährt wie ich oder wie du, der kriegt das einfach über die Runden einfach ins Gefühl, und dann interessiert dich so ein Rutscher auch nicht mehr. Ja. Weil wenn du einen richtigen Rutscher hast und einmal richtig weh tust, dann prägt sich das schon ein bisschen ein. Aber so ein normaler Rutscher, das ist eigentlich normal in jeder Kurve. Ja. Manche Reifen, die funktionieren erst, wenn sie ein bisschen einen Wheelspin haben. Richtig, ja. Es nutzt ja nichts, wenn es mit der Traktionskontrolle alles abgeregelt und dann nicht vorwärts geht. Also ein bisschen Spin braucht er ja. Deswegen sieht man immer den leichten Versatz und den leicht qualmenden Reifen, weil das eigentlich das Optimale ist. Okay. Zu viel quer und alles in Rauch auflösen ist geil, aber ist langsam. Ja. Ich kann das bestätigen, weil ich heuer ein paar Mal den Pirelli STX probiert habe. Und da war ich im ersten Moment erschrocken, weil der gleich am Anfang eine relativ starke Bewegung macht und dann sich so ein bisschen verzahnt, habe ich das Gefühl. Und wie so ein Motocross-Reifen in so einem perfekten Offroad-Untergrund einarbeitet und mit so einem leichten Driftversatz quasi von selber raus beschleunigt. Ist das richtig oder täusche ich mich da? Ja, es ist immer unterschiedlich. Ich bin ja früher in den nationalen Meisterschaften immer Pirelli gefahren. Ja. Deswegen bin ich jetzt seit die Langstrecken fahren und Dunlop-Testfahrer. Also habe ich mir auf andere Reifen halt eingeschossen. Aha. Und der Charakter ist schon etwas anders. Also der Dunlop braucht schon ein bisschen einen Wheelspin, eher ein bisschen mehr. Aber der hört Schirm nicht auf. Der schiebt immer vorwärts. Schiebt trotzdem Spin. Ja. Aha. Und der braucht das auch ein bisschen. Da muss man auch traktionskontrollmäßig immer arbeiten und sich auch vom Gefühl her immer ein bisschen umstellen. Also okay. Das, was halt auch andere Reifen nicht so braucht. Der wenn rutscht, dann geht halt leider nichts vorwärts. Ja, okay. Das ist immer so eine Sache. Was mich zur nächsten Frage bringt, du hast also vorher kurz vor dem Video hast du ein bisschen angesprochen, für die Leute da draußen, jetzt haben wir so ein bisschen das Gefühl dafür, was man mit der Hand ein bisschen macht, dass man sagt, okay, man verlässt sich schon ein bisschen auf seine eigene Hand, dass man das gefühlstechnisch so ein bisschen korrigiert, was am Hinterrad tatsächlich ankommt. Und jetzt haben wir natürlich noch den Schräglagenwinkel, wo man sagt, okay, auf jeden Fall nicht im maximalen Schräglagenwinkel, sondern irgendwo zwischen aufrecht und maximal, so in dieser Ausbeschleunigungsphase, dass man da eben sicherer hat. Und jetzt kommt noch der Aspekt Haltung dazu. Also Körperhaltung, was mache ich mit meiner Haltung im besten Falle, wenn ich das Motorrad querstellen will? Nein, das sind Fahrstile, sind verschieden, aber in der MotoGP mit den meisten Hanging Off, sage ich mal, da sieht man schon die spektakulärsten Drifts, weil ich denke, die Gewichtsverlagerung ist schon extrem wichtig, auch im Offroad-Bereich, dass man den konstanten Drift hinbringt. Am gefährlichsten ist immer die Schräglage für einen Highsider oder so, deswegen denke ich mal, dass die meisten halt full hanging off fahren und das Motorrad gerade richten, um erstmal wenig Drift zu haben und den Drift, wo man hat, besser zum kontrollieren. Mhm. Und das halt zum Verringern, indem man das Motorrad aufstellt. Mhm. Aufstellt und dann vermutlich voll mit Rastendruck macht. Ne? Ja.
So, jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Rastendruck? Wo machst du es bewusst oder machst du es unterbewusst? Oder was denkst du, was du dann auf der Raste letztendlich machst? Bei mir passiert das von selber, also eher Unterbewusstsein. Ich weiß halt, dass ich in der Kurve, wenn ich bin, mit dem Hanging offen, meine langen Haxen, dass ich von Haus aus viel Druck auf dem Innenrasten habe. Auf dem inneren Rasten, weil ich nicht, okay. Weil ich nicht richtig sitze, weil ich einfach so lange Haxen habe. Ja. Die Sitzposition passt auf der Geraden, die passt auch in der Kurve, aber halt, wenn ich viel Hanging offen fahre, ja, den engen Tierwinkel, habe ich relativ viel Druck an der Innenseite. Das fällt mir auf. Aha. Das muss ich aber dann beim Rausbeschleunigen irgendwie dann egalisiert, sage ich mal. Okay. Das Motorrad rutscht dann, fängt dann leicht zum Schaukeln an und dann stehe ich eigentlich in der Rast und sitze nicht mehr. Okay. Also beim Rausbeschleunigen sitze ich eigentlich nie auf dem Sitzkissen, weil der dann eher zum Bumpen anfängt, das Motorrad, und das mag das nicht. Und das, ja, das schaukelt sich einfach auf und hört nicht auf. Deswegen sitzt es quasi nicht. Ja, genau. Sobald ich den Hanging-Off-Bereich verlasse, stehe ich auf die Rasten und lasse das Motorrad einfach unter mir tanzen. Aha. Und das ist sehr interessant, dass du das sagst, und das freut mich irrsinnig, weil das bestätigt so ein bisschen meine Theorie. Ich glaube, dass man beobachtet das auch bei ganz vielen Nachwuchsfahrern, schon bei den 13-, 14-Jährigen, die machen das intuitiv, die tun den Arsch in die Hände, die sitzen gar nicht mehr im Sattel, haben nur das Gewicht auf die Rasten, weil, wie du schon gesagt hast, das Motorrad dann ruhiger wird und weniger pumpt. Ja. Und das ist ja man sagt jetzt da, also das ist meine Theorie, das habe ich ja schon oft in Videos gesagt, dass das Gewicht am Federbein, durch das, dass ich viel Gewicht in den Rasten habe, weniger wird, weil ich die Hebelwirkung von der Rücksitzbank oder vom Heckrahmen nicht habe. Genau. Und dadurch das Federbein weniger hart arbeiten muss. Mhm. Und es freut mich jetzt irrsinnig, dass du das bestätigst, weil zum Beispiel, ich meine, du bist das erste Mal in Rijeka gewesen, bist gleich 26 oder so gefahren, danke. Ja. Aber da ist es auch so ein Fall, wenn du vom Keller aufkommst, dieses rechts, links und der Zug dann auf, da hast du ganz viel Pumpen im Motorrad drin, wenn du sitzt. Ja. Und da ist auch so ein Fall, wo ich sage meine Schüler auch ganz oft, steht es euch ein bisschen hin, tut ein bisschen einen Arschentee heben, dass das so ein Blattl Papier durchpasst und habt das Gewicht in die Rasten tanzen, ja. Kannst du das in der Position, an der Stelle bestätigen? Ja, auf alle Fälle. Also okay. Gerade da, wo das Motorrad leicht wird oder hinten tief und dann über die Kuppen drüber, dann muss man es einfach tanzen lassen. Also halt bis zu einem gewissen Bereich nicht komplett festhalten und einfach bis die Oberhaut oder bis ruhig wird, weil das wird nicht passieren, weil da muss man immer zu dran. Ja. Also dort gerade über den Buckel drüber stehen lassen, auf Druck auf die Rasten. Und Kurvenausgang ist was anderes, aber das ist immer eine Kombination. Also wie gesagt, ich habe erst Druck an den Innenrasten, sitze dann am ersten Moment vom Kurvenausgang. Und sobald ich merke, der Reifen fängt zu rutschen an, und das Motorrad federt hinten rein und ich kriege einen leichten Bewegung, das Motorrad, dann stehe ich. Okay. Und dann nehme ich die Bewegung mit, nutze es als Traktion eigentlich. Ja, so. Ja. Vor allem, du kannst dann auch diese Bewegung, du hast eigentlich eine zusätzliche Feder an und das sind dann nicht ihr. Ja, und der Flex vom Motorrad, das Schwanzeln, das gibt halt auch einen Vortrieb. Ja, ja, absolut. Ja. Extrem interessant. Und was machst du dann mit den Händen? Wie locker willst du behaupten, dass du die Hände dann in dem Moment lässt? Also, weil richtig locker lassen geht ja nicht, sonst fällst du runter. Aber das Motorrad versuche festzuhalten, wie du schon gesagt hast, funktioniert ja nicht. Ne? Also an die Lenker natürlich schon, ist eigentlich Körpergewicht, dass man halt schaut, dass man die Position hält, aber nicht direkt ziehen, dass es einen Willi macht oder dass die irgendwo versetzt. Ich bleibe da einfach locker und lasse das Motorrad einfach tanzen unter mir. Versuche mich im Sattel zu halten, aber ja, irgendwie dazu zwingen ist ein Schmarrn, weil du kriegst dann harte Unterarm. Ja, ja. Was bei mir recht auffällig ist, sagt mein Mechaniker immer, ich habe den linken Griffgummi, den dreht es bei mir pro Session um eine halbe Umdrehung, ob ich der angeklebt ist und dreimal angeradelt ist. Der sagt immer, rechts ist Gas, nicht links. Und scheinbar drei da schon irgendwie so im gewissen Bereich. Also du brauchst schon, hast du wahrscheinlich schon Ich denke, dass Handkraft. Ich das nicht den Zug irgendwie vermeiden will, indem ich so irgendwie so drehe wahrscheinlich. Also ich kann ja nicht sagen, das passiert einfach. Ja, war immer schon so. Ja. Ich glaube, Petrucci war das, der sogar die Lenkerstummel verbogen hat. Da war mir irgendwas, hast du das auch gehört? Habe ich mal gehört, ja. Weil es gibt ja nach wie vor Rennfahrer, die behaupten, sie lenken nicht mit dem Lenker. Ja. Die sagen, sie lenken nur mit den Fußrasten. Das gibt es ja tatsächlich. Also es ist ja nicht nur einer, sondern da gibt es mehrere, ich will keinen Namen nennen, aber das kann ja sein, dass das bei denen funktioniert. Für mich scheint das ein Ding der Möglichkeit. Also völlig kann man bestimmt viel mit dem Körper mitmachen, aber der Lenker ist. Weil den ersten Impuls musst du immer mit dem Lenker geben. Aus der Kurve raus, in die Kurven rein. Aber du kannst dann schon dort mit dem Oberkörper das Motorrad mit reinziehen oder mit den Füßen, mit den Knien. Ja, sobald es einmal im Schräglage drin ist. Ne? Und ich mache auch ganz viel mit den Innenseiten von den Knien, deswegen haben wir die meisten so Stomp Grip oder an die Lederkombis teilweise haben wir jetzt schon so Grip-Sachen eingenäht, dass man einfach den nicht rutscht am Tank, sondern das damit noch steigern kann und auch mit dem Arsch. Ja. Ich bin ein Sitzpolster, das keinen Grip hat, dann kann ich
furchtbar schlecht fahren. Ja, das glaube ich, ja. Weil einfach, du musst alles mit den Händen machen, mit den Füßen und kannst nicht mit dem Arsch auf dem grippigen Belag sitzen bleiben, ja, und den Rest noch steuern, besonders am Kurvenausgang, wo man halt bevor man sie in die Rasten steht. Ja. Sag ich mal. Das heißt im Endeffekt, so viel Kontakt wie nur möglich ins Motorrad bringen auf dem Körper, also Knieschluss, finde ich schon, ja, und so weiter. Und vermutlich auch den Knieschluss so groß wie möglich machen am Tank. Deswegen macht man ja verschiedene Tankformen, ja, und so weiter. Ich meine, da gibt es ja auch Motorräder, die habe ich in meinen Tests schon immer bemängelt, die ganz kleine Tanks haben, da wo ich gesagt habe, ich fahre da vom Motorrad runter. Also Ducati ist da so ein Beispiel mit so einer Panigale. Ich habe da so viel Kraft auf die Arme gehabt, weil der Tank gefühlt so klar war. Ja. Ich habe kein Gefühl am Motorrad gehabt. Ne? Und ich bin da immer ganz froh, wenn die Tanks größer sind und ich da einen schönen Auflagefläche habe. Ja. Genau, also das empfindest du auch für wichtig. Okay, das freut mich natürlich und bestätigt auch das, was natürlich die Jungs da draußen üben sollen. Und jetzt haben sie extrem viel Input gekriegt und jetzt geht das noch weiter. Jetzt wenn natürlich der Drift übergeht in irgendwann Grip und du kommst dann Körper aus und dann fängt es natürlich vorne hoch zum Kämmen. Ne? Und dann kommt sie der typische Power-Willi und da gibt es zu dir ein Beutel, wo du schon mit dem Kopf über der Kanzel drüber bist. Ich glaube, ja, Aragon mit der Stock war das, da gibt es also ein Beutel, ja, da wo du das Motorrad so aufrecht und du bist schon über dem Motorrad drüber, der Lenker verdraht. Ist da einfach nur im Kopf, ich will vorwärts kommen und ich will das Motorrad runterdrücken oder war da der Fotograf und du hast gesagt, ich will ein geiles Foto machen? Nein, also ich schaue eigentlich immer auf den Steg, außer den, okay, Auslaufrunden, aber nein, die normalen Power-Wheels, das sind eigentlich das, was am meisten Spaß machen. Okay. Man versucht zwar den Wheelspin und den Wheelie gering zu halten, deswegen gehe ich halt ganz nach vorne, so weit wie es geht, stehe um und mache Druck auf die Rasten, um irgendwie einen Vortrieb zu generieren. Aber so ein gesunder Wheel ist 10 bis 15 cm, ja, und das versuche ich mit aller Möglichkeit, mit der Hinterradbremse und mit dem Gas irgendwie mit dem Körper natürlich irgendwie in Grenzen zu halten. Ja. Und je mehr Gewicht ich natürlich nach vorn bringe, desto weniger muss ich mit dem Gas und mit der Bremse machen. Mhm. Ja, ist klar. Ja, das ist immer so eine Sache, aber das macht irgendwie am meisten Spaß, finde ich, wenn man da, ja, kämpfen muss, dass du eigentlich so viel Power hast, dass das nicht durchgeht oder wild, ja, und du dagegen ankämpfen musst, dass einen guten Kompromiss findest, dass es noch vorwärts geht. Okay. Das Thema Hinterradbremse hast du gerade angesprochen, weil ich bin ja immer gerne der Umfrager, der wo fragt, Hinterradbremse beim Anbremsen, ja, nein, vielleicht. Marvin Fritz nimmt zum Beispiel keine Hinterradbremse her, der Pax hat gesagt, der nimmt auch keine her, außer an ganz, ganz speziellen Stellen, wo man eng überholen muss oder so. Nimmst du die Hinterradbremse beim Anbremsen her? Ich habe es immer hergenommen. Von Kindesbeinen an, sage ich mal, haben wir das in der Minibike vom Waldi damals gelernt, ja, gesagt, die Hinterbremse ist da, um zum Verwenden, sonst weiß ich nicht dran. Und ich habe mich halt über die Jahre wirklich immer, ja, spezialisiert drauf und es ist automatisch gegangen. Vielleicht nicht unbedingt beim Reibremsen, mitten von der Kurve zum Linie korrigieren. Aha, okay. Oder Kurvenausgang zum Anti-Wheelie. Ja. Aber nicht beim Abbremsen speziell? Da eher weniger, weil da haben wir eh das Problem, dass wir zu viel Motorbremse haben bei den hochverdichten Vierradmotoren, mhm, und dass man vorne so hart bremst, dass hinten eigentlich immer entlastet ist. Aber wie gesagt, im letzten Moment, wo dann die Motorbremse schon so niedrig ist, weil die Drehzahl so nach unten geht und der eher weit schiebt, dann nimm ich es schon her. Also wenn das Hinterradl dann quasi stark pushen darf, genau, dann nimmst du das her, weil da ist immer die Grätsche. Wenn du noch mehr Motorbremse machst, dass du quasi kurz vorm Scheitel noch das Turning vom Hinterradl hast, dann hast du wahrscheinlich im Summa summarum zu viel Motorbremse. Genau, und dann kommst du halt nur quer rein und dann hast du halt auch keine Stabilisation. Also, ja, im Gegenteil, beim Abbremsen, geradeaus, da drehen wir das Radl sogar um mit dem Motorbremsmanagement. Okay. Also dass das eben nicht rutscht. Ja, ja. Und dann im Kurveneingang machen wir halt maximale Motorbremse. Und das gelangt halt meistens nachher nicht mehr, dann muss man halt ein bisschen bremsen. Aha. Aber das machst du dann rein mit der Fußbremse oder hast du rein mit der Fußbremse? Ich habe eine Fußbremse immer schon. Ich habe einmal eine Daumenbremse verwenden müssen in der WM, das haben sie mir einfach eingebaut und gesagt, beim Sykes funktioniert das, du nimmst das jetzt her und aus. Und dann habe ich immer ins Lari getappt und vorne rennt auf dem anderen, und besonders in Laguna Seca musste das erstmal, das war eine harte Sache und seitdem habe ich ein bisschen, ein ungutes Gefühl mit dem Daumen, wenn ich das Wort Daumenbremse höre. Deswegen, ich finde es an und für sich gut. Man kann es bestimmt gut kontrollieren, aber ich bin da ein bisschen geschädigt. Und okay. Seit ich Langstrecken fahre, ist Hinterradbremse sowieso verboten, weil du einfach viel Zeit verlierst, das zum Wechseln im Rennen. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir das eigentlich bei den Sachen ein bisschen abgewohnt jetzt mittlerweile. Okay. Und wenn du sagst, du nimmst die Fußbremse auch her, also mit dem Fuß quasi und nicht mit dem Daumen, dann ist die Frage, die sich mir stellt, ich weiß nicht, vielleicht haben da draußen auch viel die Frage, wie kommst denn du da hin, wenn du zum Beispiel in der Rechtskurve reinfährst? Ja, das ist immer das Thema. Also ich habe tatsächlich früher immer nur in Linkskurven hergenommen, ja, aber dann den letzten Moment beim Kurvenrei bremsen, sage ich mal, besonders wenn es so Stop-and-Go-Kurven ist. Eigentlich brauchst du es ja nur da dann. Ja. Dass für den letzten Moment
bremst du halt ein bisschen mit und da fährt nicht ziemlich V-mäßig rein mit wenig Schräglage und da kann man bis zu einem gewissen Moment mitbremsen. Ja. Bis dann die Schräglage zu hoch wird, dann muss man natürlich umsetzen. Genau, musst du umsetzen, weil sonst stehst du mit dem Zeher quasi am Boden unten. Ja, da, ne? Und da haben wir dann schon mal so eine Fingerbremse gehabt, die war dann aber nicht erlaubt. Aha. Dann haben wir es mit einem Seilzug und einem Mechaniker was gebaut, das hat dann schon geholfen. Aha, okay. Und viele fahren das jetzt auch so. Interessant. Naja, super. Es war jetzt natürlich viel Input. Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie das rausbeschleunigen geht, das Quer. Also ich muss es jetzt ein bisschen bewusster üben. Ich habe jetzt nach dem Parksheim-Video haben wir das Querreitbremsen geübt. Das hat super funktioniert, muss ich sagen. Und der macht das auch nur mit der Motorbremse. Motorbremse enthält und wirklich später stärker bremst. Und vielleicht waren da draußen auch ein paar dabei, die das auch haben umsetzen können. Schreibt es gern in die Kommentare ein bisschen rein. Jetzt muss ich wieder ins Hochdeutsche kommen. Hat uns wahrscheinlich, wir schreiben keinen Untertitel, tatsächlich habe ich. Schreibt es in die Kommentare gerne ein bisschen rein, was ihr vielleicht noch für Fragen an Markus habt und was ihr gerne so noch, vielleicht sollen wir noch in Zukunft einmal was machen miteinander, vielleicht sollen wir mal miteinander auf die Rennstrecke gehen, vielleicht kann mir der Markus einmal auf der Rennstrecke was zeigen, was ich besser machen kann. Haben wir ja jetzt mit dem Hobelsberger Patrick auch gemacht in Jerez. Das Video war sehr erfolgreich, sind wir auch richtig schnell gefahren, muss man sagen. Und vielleicht schreibt es einfach rein, was ihr wissen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch und vor allem tut es nicht nur den Kanal abonnieren, sondern schaut natürlich auch bei Markus in Instagram vorbei, dass wir dem seine Reichweite dadurch auch ein bisschen unterstützen und er sich in Zukunft ein bisschen leichter tut, um seine Sachen zu vermarkten. Gell? Passt. Würden wir uns freuen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Servus.